ihr Süßen, es geht los. Ich will direkt loslegen. Heute gibt es vegane, orientalische Fingerfood-Frikadellen. Ja, Frikadellen, das war das Wort, was ich gesucht habe. Hier sind meine Linsen. Das sind ganz normale Linsen. Hier ist mein Bulgur, das ist der feine Bulgur. Findet ihr beide natürlich im orientalischen, türkischen Supermarkt, aber auch mittlerweile überall. Ja, da müsst ihr einfach nur gucken nach Bulgur, fein, steht drauf, und Linsen. Wasser, das ist einmal, das wird gleich gekocht. Hier sind Zwiebel, Knoblauch, ach, mein Knoblauchöl und mein Knoblauch, ich liebe es. Ich musste nichts mehr hacken, nichts mehr schneiden. Paprikasalz. Paprikamarkt, habt ihr keinen Paprikamarkt, nehmt auch Tomatenmark, gar kein Thema. Und diese frischen Sachen, die brauchen wir später, ist aber optional. Also Salatblätter auf jeden Fall, weil da legen wir die rein. Etwas Lauchzwiebel, Zitrone, Granatapfelsirup, da ist auch die Marke egal. Schaut einfach nur nach Granatapfelsirup, das gibt das Ganze nochmal schönen Aroma. Wenn ihr es aber nicht habt, müsst ihr es nicht extra dafür kaufen, dann lässt ihr es einfach weg. Zitronensaft, ganz wichtig. Und hier sind Kräuter, steht alles vorne drauf. Ich habe sie gleich schön klein gehackt. Auch hier, mögt ihr kein Koriander, lässt es einfach weg. Aber Petersilie würde ich auf jeden Fall reinmachen. So, wir starten, indem wir das erstmal kochen. Wir sehen uns gleich. Wir sind einmal am Herd. Hier habe ich jetzt meinen Liter Wasser reingemacht. Ich habe meine Linsen in einen Sieb. Die habe ich erstmal durch fließendes Wasser gut abgespült. Das ist immer ganz wichtig. Und jetzt hier reingegeben. Ja? Das Ganze muss jetzt erstmal kochen. Das muss gut durchkochen. Und ihr werdet sehen, die Farbe verändert sich und es wird so eine richtige Matschepampe werden. Wenn diese Matschepampe fertig ist, dann kommt der Bulgur. Also der Bulgur muss erstmal hier an der Seite warten, der kommt später rein. In der Zeit tue ich hier auch mein Herd anmachen und dann tue ich jetzt hier meine Zwiebel, Öl, Paprika und die Gewürze, Knoblauchmischung quasi anbraten. Ich schreibe euch alles vorne drauf. Hier kommt halt leider etwas viel Öl rein, aber so machen wir die quasi schön saftig und wir brauchen das Öl, um natürlich Zwiebel und Knoblauch schön anzubraten. Und Salz und Paprikapulver habe ich jetzt auch gleich reingemacht. Ja, das heißt erstmal das schön anbraten, das schön kochen lassen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, kurzer Zwischenstand, das ist jetzt 10 Minuten her. Hier tue ich schön anbraten. Das ist hier gleich fertig. Hier mache ich gleich den Herd aus und dann kann das bisschen abwarten, also nicht abwarten, zur Seite stehen und abkühlen. Hier sind meine Linsen, die brauchen noch ein bisschen. Seht ihr, wie die aussehen? Die werden immer heller und irgendwann mal wird hier eine richtige Matschepampe entstehen. Also die Linsen, die brauchen schon so 20 Minuten bis halbe Stunde. Also startet auf jeden Fall mit den Linsen und dann könnt ihr ja so den Rest schnippeln und den Rest. In der Zeit war ich natürlich auch hier fleißig, habe meine Zitrone gepresst, Lauchzwiebel klein geschnitten, den Salat gewaschen, damit es dann gleich weitergeht. Also ich melde mich gleich nochmal, aber ich wollte euch einfach mal einen kurzen Zwischenstand geben. Das werde ich aber jetzt hier ausmachen. Das langt hier. Hier ist alles schön angebraten und seht ihr, wir brauchen das ganze Öl. Das brauchen wir später, wird ihr dann sehen, weil das ist eher so eine trockene Masse und dadurch wird es hier nochmal schön feucht, lecker und saftig. So, es geht weiter. Also das war ja vorhin schon fertig. Das habe ich einfach stehen gelassen. Das ist auch schon gut abgekühlt. Das habe ich jetzt runtergenommen. Seht ihr, so sieht das aus. Und das Ganze hat jetzt schon so 25 Minuten, ja, 25 Minuten gut gedauert. Ihr seht einfach, seht ihr, Matschepampe. So soll das aussehen. Ihr könnt ja mal probieren, dass da nichts Hartes drin ist. Jetzt kommt mein Bulgur, der feine Bulgur. Der wird jetzt einfach hier reingegeben. Und durch die Feuchtigkeit und durch die Hitze gart er jetzt. Das heißt, ich rühre das Ganze um und lasse das jetzt so gute 20 Minuten bis halbe Stunde einfach hier stehen. Ja, darum sage ich ja, startet ganz in Ruhe damit und dann könnt ihr die anderen Sachen machen und starten. Ja, aber ich muss es halt immer machen wegen dem Bild vorne. Ja, also das lassen wir jetzt einfach hier stehen. So geht der Bulgur quasi durch und so wird das Ganze fest. Und gleich, wenn es abgekühlt ist, wie gesagt, so 20 Minuten, dann sehen wir uns gleich zum Frikadellenwälzen. So, es geht weiter. Ich habe das 20 Minuten so stehen gelassen, aber habe immer zwischendurch umgerührt, dass alles schön abkühlt. Ich lasse das auch alles hier. Ich lege euch jetzt mal ab und dann geht es los. So, und zwar wir starten. Wir nehmen erstmal hier diese Masse.
Ich habe auch einen Handschuh an. Nehmt auch am besten einen Handschuh wegen dem Paprikamark, dass eure Hände nicht rot werden. Und wir nehmen jetzt diese ganze Masse und seht ihr, wir brauchen halt hier den Saft und das Fett, weil der Bulgur und die Masse hier unten ziemlich trocken ist. So, ich hole mal hier alles schön raus. Das Ganze verrühre ich jetzt erstmal schön mit meinen Händen. Hoppala, hoppala, hoppala. So, das Ganze verrühre ich jetzt schön zusammen. Und dann kommen schon die Kräuter rein, Zitronensaft. Und das war's schon. Ganz simpel und einfach. Und ihr könnt das super vorbereiten und euch dann, sage ich mal, die Frikadellen formen, wenn ihr es servieren wollt. Ja, so mache ich das immer. Ich lasse das manchmal einfach zur Seite oder auch im Kühlschrank. Und wenn ich sehe, wir wollen sie essen, dann hole ich sie raus und dann forme ich das Ganze. So. So, ich habe euch mal auf die andere Seite gestellt. Hier seht ihr mich besser. So, seht ihr das? Das sieht schon gar nicht mehr so trocken aus wie vorhin. Seht ihr? Man kann auch jetzt richtig toll formen. So, jetzt an der Stelle kommt erstmal Zitrone. Da mache ich erstmal, also hier ist meine ganze Zitrone, aber ich mache erstmal einen Schuss rein. Genauso wie die Kräuter, die kommen jetzt rein. Und wie gesagt, mögt ihr was nicht, lässt es einfach weg, gar kein Thema. Und die Frühlingszwiebeln, auch das, wenn ihr das nicht mögt, weglassen. Dann nehmt ihr einfach nur diese Masse, gar kein Thema. So, das Ganze verrühre ich jetzt. Jetzt kommt auch ein guter Schuss von meinem Granatapfelsirup. Auch hier die Marke ist völlig egal. Und wenn ihr es nicht habt oder nicht extra kaufen wollt, dann lässt es einfach weg. Aber das Ganze gibt hier nochmal schöne Süße rein. So, und dann verrühre ich das Ganze. Und dann schmecke ich schon ab, ob ich noch ein bisschen Säure brauche oder etwas Salz eventuell. Weil ich habe ja nur mein Salz quasi in der Zwiebel-Paprika. Mischung drinne, ob ich hier noch was brauche. Nachwürzen kann man immer noch. So, ich habe alles gut durchgerührt. Ich habe abgeschmeckt. Also ich habe den ganzen Saft der Zitrone rein. Einfach so lecker. Und wenn ihr seht, ihr könnt das so formen. Seht ihr das? Dann ist es perfekt. Ja? Perfekt, perfekt. Ich lasse es jetzt einfach noch so ein bisschen durchziehen. Wir wollen es heute Abend essen. Also das heißt, heute Abend werde ich dann meine Formen, sage ich mal, meine Frikadellen und es dann auf meinen Salat servieren und essen, ja. Also das könnt ihr euch super gut vorbereiten. Und wenn ihr merkt, es wird dann abends, also heute Abend bei mir oder am nächsten Tag ein bisschen, sage ich mal, härter, dann macht ihr einfach ein bisschen nochmal mit der Hand schön durchkneten oder ein bisschen nochmal Olivenöl rein, ja. Sehr, sehr lecker. Also ich melde mich später nochmal, wenn wir es dann essen. So, wir wollen jetzt essen. Das heißt, hier ist mein Salat. Das sind ja diese kleine Romana-Salat. Könnt ihr nehmen, kleine, große Eisbergsalat, was ihr wollt. Hier ist meine Masse. Und zwar, ich nehme jetzt ein bisschen was in die Hand. Da brauche ich jetzt keine Handschuhe. Die Hände sind sauber. Und machen wir quasi hier so eine kleine Form. Nicht zu groß, nicht zu klein. Könnt ihr machen. Ihr könnt auch Kugeln machen, aber ich passe es jetzt quasi meinem Salatblatt an. Das heißt, ich nehme dann ein Salatblatt und lege das so drauf. Seht ihr? So wird es dann serviert. Ganz easy und einfach. Oder ihr macht einfach kleine Bällchen draus. Auch gar kein Thema. So, und das war's. Ich mache das jetzt fertig. Dann kommt noch als Topping ein bisschen Granatapfelsirup und dann wird schon gegessen. So, ich bin fertig. Ich habe als Topping hier nochmal Granatapfelsirup drauf gegeben. Ich wollte euch mal zeigen, hier ist meine restliche, was übrig geblieben ist. Da kommt der Deckel drauf. Das essen wir morgen. Wie gesagt, 2-3 Tage super haltbar. Am besten, wenn ihr das isst, dafür ist auch das Salatblatt da. Ihr nehmt euch das. Könnt ein bisschen Zitrone, ist aber optional. Könnt euch das bisschen oben träufeln. Und so wird es dann gegessen. Sehr, sehr lecker. Es ist vegan, es ist gesund. Ich finde perfekte Vorspeise oder auch Hauptgang, jetzt wenn der Sommer kommt, ein tolles, leichtes Essen. Oder für eine Feier Fingerfood als Vorspeise, sehr, sehr lecker. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt mir alle gesund und munter und bis dann.